Herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Special Project. Ich bin Alex von The Free Jester. Diesmal allein, Philipp ist gerade eben in Urlaub gefahren und ja, im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Und ich sagte, ich muss einen Pikachu ein bisschen trainieren. Ja, es ist Level 19. Und jetzt beschimpf mich bitte nicht als Noob oder so, dass ich das Spiel mir viel zu leicht mache. Pikachu wird für lange Zeit unser einziges Pokémon bleiben. Hoppla, was ist jetzt los? Ich weiß nicht, was da eben war. Was allerdings auch bedeutet, dass ich damit jetzt Rocco besiegen muss. Und ich probiere einfach. Ich probiere es auch mal, ob wir es schaffen. Den Sound will ich diesmal, also ich habe die Geschwindigkeit auf normal gestellt und ja, da geht's mal direkt los. Der erste Gegner in der Arena. Ja, es dauert noch Lichtjahre, bis wir gegen Rocco kämpfen können. Außer wir benutzen Hyperspeed. Okay. Neue Attacken. Ja, er hat Donnerwelle erlernt, aber das können wir hier für die Arena noch nicht benutzen. Hier, Donnerschock, Ruckzuckhieb, Doppelteam und Donnerwelle. Doppelteam, genau, Doppelteam habe ich ihm auch beigebracht. Ich habe Donnerwelle konnte schon, ich habe ihm Doppelteam beigebracht. Warum werdet ihr gleich sehen? So, das zweite Pokémon ist ein Sandan. Auch kein großes Problem. Wir sind schließlich 10 Level über ihm. Aber das wird sich alles noch ändern. Also, da sich Pikachu am Ende nicht entwickeln, will, müssen wir bis zur Pokéliga ein Pikachu durchschleppen. Und ja, das muss schon ein bisschen höher sein als die anderen Pokémon. Aber wie gesagt, sobald die anderen Pokémon kommen, die werden sehr schnell aufschließen. So, Sandan wurde besiegt. Wir haben den Pfadfinder erledigt. Der heult jetzt rum. Er erzählt uns etwas über die Relativitätstheorie und wir gehen unser Pikachu aufheilen. La 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 la. Mit ein paar kleinen Speedsprüngen. Heil meinen Pikachu. Nein, du hast schon geheilt. Wir laufen in unserem Speedrausch überall gegen. Und jetzt geht's los gegen Rocco. Ich bin Arenaleiter von Marmoria City, Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du noch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeig mir, wie gut du bist. Ja. Rocco hat eine sehr gute Verteidigung. Rocco möchte kämpfen. Er beginnt mit einem Kleinstein. Und sein zweites Pokémon ist ein Onix. So, jetzt kommt meine Taktik. Wir boosten uns mit Doppelteam auf, bis er uns nicht mehr trifft, weil unser Fluchtwert erhöht wird. Das machen wir so lange, bis es halt auf maximal, bis auf dem maximalen Level ist, damit er uns halt nicht mehr trifft. Dann kann er uns schon mal nichts anhaben. Ja, und dann müssen wir einfach nur noch mit unserem Ruckzuckhieb draufhauen und hoffen, dass wir oft genug einen Volltreffer machen. Da, er trifft uns schon nicht mehr. Noch ein bisschen. Ich hatte es eben schon probiert auf Level 17. Da gingen mir am Ende die Ruckzuckhiebe aus. Und sein Onix lebte immer noch. Deswegen habe ich nochmal mit 2 Level draufgehauen und ja, ich hoffe mal, dass diesmal klappt. Man sieht es schon keine Herausforderung mehr. Wenn er uns mal treffen sollte, ich habe Tränke gekauft. Und Gegengift und Aufwecker und so. Aber und das letzte Mal. Jeder Wert kann maximal 6-mal erhöht, beziehungsweise auch 6-mal negiert werden. Und trotzdem 6-mal auffüllen, trifft er uns. So, und jetzt haben wir 30-mal Ruckzuckhieb. Das wird ein sehr langweiliger Kampf. Aber immerhin, würden diese Gegner Härtner oder so einsetzen, dann wären wir doch schnell erledigt. Und ja, die Attacke ist nicht sehr effektiv. Und warum trifft er mich? Das kann doch nicht sein. Und ich entschuldige mich im letzten Part da wirklich so ein bisschen, ja, so. Ich habe mir das Projekt total egal wäre. Ich habe einfach nur gespeedet und nach dem Motto, so schnell wie möglich durch.
Dafür habe ich den Heidefinischen gerendert, was nichts bringt, deswegen wird dieser Part wieder in 480p kommen. Heidefinischen Projekte werden später kommen. Wenn meine Wii mal fertig ist. Nicht fertig, sie ist kaputt. Ich muss sie einschicken. Sie ist keine Spiele mehr. So, das Kleinstein ist kurz vorm Verrecken. Und wir. Nee, wir wecken nichts auf. Wir füllen mal eben die KP auf. Und der trifft uns nicht. Okay, ich glaube zweimal, dann müsste er weg sein. Ah, das könnte schlecht sein, oder? Nee, einmal noch. Das heißt, eben hatte ich 22 Treffer für Onyx. Diesmal habe ich 23. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Vielleicht hätte ich ihm doch Rutenschlag lassen sollen. Ich weiß es nicht. Ah. Ein ganzer Kampf gegen Onyx. Es wird sehr spannend. Nicht. Und er setzt Geduld ein. Was ist Geduld? Mit Geduld greift er nicht... Ah, ein Volltreffer. Wenn er jetzt... Ja. Mit Geduld wartet er ein paar Angriffe ab. Und kassiert. Oh. Shit. Gut, dass wir so schwach sind. Und noch ein Volltreffer. Ja, ich glaube, das könnte diesmal was werden. Klammergriff. In der ersten Generation war Klammergriff noch eine sehr nervige Attacke, da wir... Nee, doch. Genauso wie Wickel, man konnte nicht angreifen. Da gibt es so eine nette Kombi. Egelsamen, Klammergriff, Giftpuder. Bisschen Toxin. Du ziehst dem Gegner KP und der kann sich nicht bewegen. Und jede Runde wird er verletzt. Wieso trifft er uns eigentlich? Häufiger kann ich aber Doppelteam nicht einsetzen. Okay. Onyx. Lang hält sie nicht mehr aus. Und dann geht's auf den Weg zum Mondberg. Und nach dem Mondberg kommt Misty. Ja. Los, Pikachu. Oh. Ja, dieser Kampf, der dauert... Ja, 4 Minuten dauert der jetzt schon? Ich weiß es nicht. Da. Ich glaube, ich werde irgendwo in die Kommentare reinschreiben. Kampf endet bei Punkt 8. 50. Aber jetzt aber gütig gemessen. Boah. Aber ich habe gesagt, nein, ich speede nicht bei Arena-Leitern oder Giovanni oder Top 4 oder anderen wichtigen Kämpfen. Wie gegen den Rivalen. Hast es dann mal langsam mit deinem scheiß Klammergriff. Immer noch nicht. Ja. Gestern war die bei uns DFB-Pokal. Schreibt in die Kommentare, was euer Lieblingsverein ist und ob ihr euch ärgert, weil ihr rausgeflogen seid. So. Ich nehme heute den Ton auf, weil ich hatte das schon manchmal... Oh, Volltreffer und besiegt. 29. Der Tag ist nicht sehr effektiv. Onyx wurde besiegt. Pikachu L 277 EP. Rot besiegt Rocco. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehre. Ehrerbietung. Rot erhält den Felsorden. Ich wundere mich, dass Rocco während des Kampfes nicht eingeschlafen ist, solange weil ich wieder war. So, Pokémon in Person, die den Orden trägt, werden stärker. Wundern können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Ich habe die vor allem noch nicht einmal. Es gibt die verschiedensten Trainer auf der Welt. Du scheinst ein sehr begabter Pokémon-Trainer zu sein.
Geh in die Pokémon Arena von Azuria City und teste dort dein Können. Rodel TM34. Ein TM enthält Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann ein TM nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jedes Pokémon aus, dem du eine TM geben möchtest. Bla bla bla. Hier. Geduld, wir haben sie oft genug erkannt. Ja, er will Pokémon-Züchter werden. Das interessiert uns aber überhaupt nicht. Genauso wie uns das Museum nicht interessiert. Boah, wie langweilig. Und jetzt begeben wir uns auf den Weg nach Vertania City. Achtung, Diebe haben Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Wenn sie sachdienliche Hinweise haben, wenden sie sich bitte an die Polizei in Marmoria City. Nö, werden wir auch nicht tun. Und alles wird grün. Hey, ich will gegen dich kämpfen. Göre. Mit einem Taubsi auf Level 9. Wir sind Level 19, die kann uns gar nichts. Los, Pikachu, Donnerschock. Taubsi wurde besiegt. Sie hat noch ein Taubsi. So. Options, Frame Flip, Throttle, 200%. Oh, erkennen wir es im Vertania-Wald. Ja, da sind wir im ersten Part ganz schnell durchgerusht und haben alles erledigt. Insofern, vor allem, da diese Leute keinen Namen haben, alles nur irgendwelche Oh, fuck, warum können wir den nicht besiegen? Ich meine, es war ein Volltreffer. Da sieht man, Pikachu overlevelt und trotzdem schwach wie sonst was. Donnerschock! Na, immerhin. Und jetzt sind wir auch schon auf Level 20. Und versuchen Slam zu erlernen. Und das machen wir natürlich nicht. Slam hat eine sehr geringe Genauigkeit. Ist zwar schön stark, aber so oft wie die daneben geht, lasse ich doch lieber meinen Ruckzuck-Hieb. Oh, ich habe ihn schon wieder besiegt. Das tut mir jetzt leid für dich. Ah, und das ist auch so ein kleiner Gag in diesem Spiel. Dieser Teenager sagt, die sind überall Brennnesseln, er hat Shorts an. Da hinten ist ein Teenager, der sagt, hey, ich habe meinem Bruder erzählt, er soll Shorts anziehen. Und ein Rettan. Mit Silberblick. Schön von der Schlange angeschielt werden. Wäre ich doch heute nur daheim geblieben. Tja. Und noch ein Trainer. Ja, hier sehen wir da ganz viele Trainerkämpfe. Aber auch wieder ein Käfersammler. Das finde ich gut in den späteren Editionen. Da haben die Figuren alle Namen bekommen. Hier sind es einfach nur irgendwelche unidentifizierbaren Personen. Man kann keine Nähe zu den Charakteren aufbauen. Man weiß ja nicht einmal ihre Namen. Das ist unserem Pikachu egal. Er ist ein eiskalter Killer und zerstört alles, was sich ihm in den Weg stellt. Egal ob Saftkons oder Hornlius oder sonst was. Yay! Mit diesen Pokémon, ja, das war nur eins. Ha, ich habe meinem Bruder gesagt, der soll Shorts anziehen. Du frecher Lümmel, du. Jetzt kriegst du aber mal direkt eine Abreibung. Du und dein hässliches Habitat. Auf Level 14. Nein, verloren. Tja, schade. Einmal im Kreis gelaufen. Und noch ein Mädchen. Warum schaust du mich so fasziniert an? Tja. Ich will wissen, was die sagt, wenn man beim Remake von Feuerrot und Blattgrün einen weiblichen Charakter nimmt. Die anspricht. Sagt sie dann auch, was schaust du mich so fasziniert an? Oder sagt ihr dann, bist du neidisch, weil ich so schön bin? Das müssen wir in Pokémon Fuel Edition testen. Oder haben wir auch einen männlichen Charakter genommen? Naja, wir erreichen es unter Level 21. Bleibt immer nett. Halt's Maul. Und bist du ein Käfersammler oder ein Teenager? Ein Käfersammler. Mit Raupi. Und das hört man hier gar nicht. Wenn man Pikachu rausschmeißt, ruft es ganz leise Pika. Raupi, Saftkorn und
Ich habe mal gelesen, die eigentliche Entwicklung von Raupi und Safkon sollte Omod sein und Blutzug sollte sich in Smetbo entwickeln. Leuchtet eigentlich einmal mal bedenkt, wie Blutzug und Smetbo aussehen. Ich glaube, die hat einen Pummeluff. Huch, sollen das etwa Annäherungsversuche sein? Ja. Wenn ich dich besiege, dann gibst du mir deine Telefonnummer. Los, Pikachu, vergeig es nicht. Ah, Aussetzer. Okay, warum wird Donnerwelle blockiert? Na, egal. Nochmal Aussetzer. Ich glaube, Aussetzer, das ist immer Zufall, was blockiert wird. Aber ganz oft ist eigentlich die Attacke, die man gerade eingesetzt hat. Dum di dum di dum, dum di dum di dum, da 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 da. Und da ist der Pokémon Center. Ich muss eine Pause machen. Bla bla bla. Der Weg durch die Azuria-Höhle ist sehr. Durch den Mondweg ist sehr schwer. Und du bist auch keine Trainerin. Und hier heile ich meine Pokémon. Und der Mann mit dem Hut da hinten, der so seriös aussieht, der erzählt uns was über Team Rocket. Und der Mann da, der unseriös aussieht und einen dicken Bauch hat, der will uns ein Pokémon verkaufen. Und zwar ein Karpador. Nette Idee, brauchen wir aber nicht. Wir gehen in den Mondberg. Bis zum nächsten Part. Hier ist der Part schon vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao.